Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die Präsidentin hat schon gesagt, sehr ungewöhnlich, aber ich fand schon ungewöhnlich, Herr Veit, dass Sie zweimal auf der Rednerliste gestanden haben und die Begründung war schon sehr interessant. Aber nun gut, wir haben ja nun auch eine recht lange Debattenzeit für dieses Thema und man kann wohl sagen, ich bin ja jetzt die letzte Rednerin zu diesem Thema. Eine eigentlich zunächst 77 Minuten Debattenzeit ist schon eine lange Zeit zu dem Thema. Wir diskutieren das ja hier nicht das erste Mal. Einbürgerungsrecht, und ich glaube, es ist auch deutlich geworden, dass wir da nicht einer Meinung sind, dass die Opposition da ein sehr offeneres Herangehen für richtig hält. Und wir auch, ja, in der Tat haben wir auch im Koalitionsvertrag hart gerungen um die Optionsregelung. Wir haben dann eine Lösung gefunden. Aber wir haben eine Lösung gefunden. Und wir haben auch gleich zu Beginn 2014 ja schon das Staatsangehörigkeitsrecht geändert. Und wir sehen, das wird Sie jetzt von der Opposition auch nicht wundern, keine Notwendigkeit, erneut jetzt wieder in eine Änderung herein oder heranzugehen. Die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wer Deutscher im Sinne des Gesetzes ist. Und wir haben im deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz in immerhin 42 Paragraphen sehr detailliert geregelt, wie man deutscher Staatsbürger werden kann, der es vielleicht noch nicht von Geburt an gewesen ist. Und das Optionsrecht hatte ich schon angesprochen. In der Tat, wir alleine hätten das nicht so geändert oder das ins Gesetz reingebracht. Aber wir hatten das mit der SPD so verhandelt. Und Herr Veit hat das ja auch schon gesagt. Da verhalten wir uns natürlich auch vertragstreu und haben das ja nun auch so verändert. Aber wir lehnen eine weitere Veränderung ab. Deswegen, liebe Kollegen von den Grünen, wird Sie es auch nicht wundern, dass wir Ihre beiden, einmal den Antrag und einmal den Gesetzentwurf, ablehnen. Wir haben einfach eine ganz andere Vorstellung davon, wer, wann und wie jemand deutscher Staatsbürger werden kann, der es noch nicht ist und den Wunsch hat, Deutscher werden zu wollen. Und Ihre Intention scheint ja mehr zu sein, die Türen für alle für eine Einbürgerung weit zu öffnen, indem Sie die Mindestaufenthaltsdauer bei der Anspruchseinbürgerung auf 5 Jahre, bei anerkannten Flüchtlingen wollen Sie es ja auch auf 3 Jahre senken, und Sie machen keinen Unterschied mehr zwischen den verschiedenen Aufenthaltstiteln. Hauptsache so ein Titel überhaupt und sehr weit öffnen. Und ich muss Ihnen auch sagen, Ihr Hinweis auf die globalisierte und mobile Welt, in der sich unser Staatsangehörigkeitsgesetz anpassen müsse, halte ich für völlig fehl am Platz. Und Sie scheinen damit, so kommt mir das vor, einem Mainstream bestimmter Gruppen sich anschließen zu wollen, vielleicht auch nachlaufen zu wollen, so nach dem Motto, wir sind alle Weltbürger und brauchen die Bindung an unseren Heimatstaat nicht mehr. Da, glaube ich, verkennen Sie die Bindungswirkung einer Staatsangehörigkeit. Und die meisten Menschen nennen das Heimat, und das ist Ihnen auch sehr wichtig. Und das sollte auch nicht der Beliebigkeit unterstellt werden. Und von daher gesehen, darf ich es noch mal wiederholen, sehen wir das ab. Und gerade genau das Umgekehrte ist doch der Fall. In einer globalisierten Welt brauche ich Bindung, Zugehörigkeitsgefühl und nicht auch noch in allen Lebensbereichen eine grenzenlose Ungebundenheit. Und Sie setzen damit auch mit Ihrem Gesetzentwurf ein völlig falsches Signal, gerade in der heutigen Zeit, da durch Ihre Vorschläge weitere Pull-Effekte zu erwarten sind, die wir nicht wollen. Und des Weiteren besteht auch keinerlei Notwendigkeit, meine Vorredner haben ja auch schon auf Ihren Antrag bezüglich britischer Staatsangehöriger hingewiesen, diesen Menschen eine Sonderbehandlung zuteilwerden zu lassen, weil sie ja jetzt auch schon alle Rechte genießen, die jedem europäischen oder Schweizer Staatsbürger in Deutschland bezüglich einer Einbürgerung eingeräumt worden sind, solange sie zumindest Mitglied der Europäischen Union sind. Und im Moment wissen wir ja noch gar nicht, wann der Antrag gestellt wird, wie er gestellt wird. Dass er gestellt wird, davon können wir nun ausgehen, weil ja auch die britische Premierministerin
das noch mal deutlich gemacht hat. Aber selbst wenn der Antrag gestellt ist, schließt sich da ja auch dann noch 2 Jahre Verhandlungen an. Insofern finde ich auch, der Antrag ist überflüssig, vergebene Liebesmühe. Und es ist ja auch schon von Vorrednern darauf hingewiesen worden, dass auch es eine Ermessensentscheidung geben kann, um eventuell die 6 Jahre, die auch ein Engländer, ein Brite hier in Deutschland leben und arbeiten muss, eventuell auch zu verkürzen. Und er dann auch nach § 12 Absatz 2 Staatsangehörigkeitsgesetz die Möglichkeit hat, eben auch Deutscher werden zu können. Und insofern sehen wir eben gar keinen Handlungsbedarf für eine Privilegierung, auch generell nicht in Europa für eine weitergehende, denn das wäre ja nur die Einstiegstür auch für eine generelle Öffnung auch in diesem Sinne. Und das wollen wir nicht. Wir halten das nicht für notwendig. Und vielleicht nur ein kleiner Einschub noch mal hier, wenn wir auch über das Brexit sprechen, was dazu führt, wenn man weitere, Sie hatten es ja auch schon beantragt, im Juni des Jahres haben wir hier ja auch schon die Debatte geführt, weitere direktdemokratische Elemente in die Verfassung einzuführen. Und man sieht, und ich kann das hier nur noch mal wiederholen, wir hatten das seinerzeit ja auch schon abgelehnt, zu was das führen kann, wenn man solche Elemente einführt, wenn Scharlatane auch mit falschen Informationen die Leute versuchen, zu einer Entscheidung zu bringen, die letzten Endes nicht gut für das Land, für Großbritannien und für die Menschen dort ist. Und insofern bin ich froh, dass wir das jetzt auch in unserer Verfassung so haben, wie wir das haben. Unsere parlamentarische Demokratie ist da sehr stabil, und das wollen wir auch so behalten. Das Staatsangehörigkeitsrecht haben wir, wie gesagt, durch eine maßvolle Anpassung der Optionspflicht für in Deutschland und aufgewachsene Kinder geändert. Und Herr Mutlu, das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, es ist ja nicht so, wie Sie das gerade geschildert haben, dass Ihr Vater nicht Deutscher werden kann. Er kann natürlich Deutscher werden, aber eben mit der Verknüpfung, dass er dann seine türkische Staatsangehörigkeit abgeben muss. Und da, ja, gut, das wollen Sie nicht, das ist uns schon klar. Da haben wir aber eine ganz andere Auffassung von unserem Staatsangehörigkeitsrecht und sagen, wer Deutscher werden möchte, sollte sich dann auch voll und ganz zu diesem Land bekennen. Und ich glaube nicht, und ich glaube dann auch nicht, dass das hilft, wenn wir sagen, jeder darf seine doppelte Staatsbürgerschaft behalten. Wir haben das für eine bestimmte Anzahl von Ländern, ist das möglich, da haben wir das geregelt. Aber wir wollen, akzeptieren Sie es doch nun einfach mal, dass wir eben nicht diese völlige Öffnung wollen, sondern dass wir bei der Einstaatlichkeit bleiben. Denn die Staatsangehörigkeit ist schon ein besonderes Band auch zu dem Staat, was ich habe. Das lege ich nicht einfach mal wie ein Kleidungsstück an oder auch wieder ab. Das hat doch schon eine Bedeutung, ob ich sage, ich möchte jetzt Deutsche werden oder ich möchte Schweizerin werden. Das ist doch nicht der Beliebigkeit unterzogen, sondern das ist doch ein klares Bekenntnis dann auch zu dem Staat, in dem ich leben möchte, wo ich Teil der Gesellschaft sein möchte, wo ich wählen kann. Das alles gehört doch zusammen, und das unterliegt doch nicht der Beliebigkeit. Ja, wir haben einige, das aber auch dann mit gutem Grund. Aber wir wollen eben nicht eine völlige Freigabe, sondern wir wollen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft weiterhin die Ausnahme bleibt. Damit ein klares Bekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland auch darin beinhaltet ist und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft damit gestärkt wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Kollege.